Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Android 4.4 Look auf euer S3, S2 oder S2 Plus oder auch auf euer HTC One X bekommt. Das geht eigentlich mit allen Android-Geräten. Ihr braucht einfach den Google Experience Launcher, den ihr hier von Chip downloaden könnt. Den Link schreibe ich euch dafür in die Beschreibung. Und wenn wir das jetzt downloaden, dauert das einen Moment. Währenddessen kann ich euch eben erklären, was das ändert. Also der Launcher, hört ihr ja schon am Launcher, ändert nicht die eigentliche Android-Version, sondern nur halt das Aussehen, also den Look. Und also habt ihr eigentlich alle Funktionen, die Android 4.4 mit sich bringt, offizielle Version wird halt nicht geändert. Ihr habt einfach nur ein anderes Aussehen und könnt neue Features machen. Bei mir ist das jetzt nicht so ein Unterschied, weil ich jetzt 4.3 habe. Deswegen werdet ihr jetzt hier nicht so die großen Unterschiede sehen, aber gerade bei 2.3 bringt das dann schon was. Und jetzt müssen wir das erstmal entzippen. Das könnt ihr mit der App Z-Archiver machen oder halt am PC. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir einmal in unsere Einstellungen und dort unter Sicherheit checken, ob auch unbekannte Quellen freigegeben sind. Das machen wir einfach, indem wir runterscrollen zu unbekannte Quellen und gucken, ob das Häkchen gesetzt ist. So, danach gehen wir wieder zurück auf den Homescreen oder was weiß ich. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall in eure eigenen Dateien und in den Ordner gehen, wo ihr das gerade entzippt habt. Und hier könnt ihr dann die APK-Datei einfach installieren, indem ihr einmal auf Öffnen klickt. Und wenn ihr diese installiert habt, könnt ihr schon, wenn ihr dann auf den Home-Button klickt, werdet ihr dann automatisch gefragt, mit welchem Launcher ihr das ausführen wollt. Und dann könnt ihr das auch als Standard einstellen und habt dann einfach immer das Aussehen von Android 4.4. Bei mir ist das jetzt, wie gesagt, nicht so ein großer Unterschied, aber bei einigen von euch wird der Unterschied viel gravierender sein. Und eigentlich ein Hauptfeature ist Google Now und das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das jetzt ähnlich wie bei iOS. Wenn ihr jetzt ganz einfach auf euren Homescreen geht und dann nach links wischt, kommt ihr gleich in Google Now. Deswegen ist es etwas besser eingebunden, Google Now. Und natürlich hat Android 4.4 noch ganz viele andere Features, die jetzt hier halt nicht so herausstechen, weil ich vorher schon 4.3 habe. Aber für euch ist es wirklich ganz nett, weil das alles ein bisschen frischer wirkt. Und das ist eigentlich auch das Ende dieses Videos. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.